Kai, alter Fliesenleger, ich bin wieder da. Nino, hallo. Hallöchen. Ich möchte mich ganz kurz an dieser Stelle bei dir, Henry und Bernd bedanken, dass ihr im letzten Testcheck kein schlechtes Wort über Shadow of the Colossus verloren habt. Das war mir eine Herzensangelegenheit. Vielen Dank dafür. Shadow of the Colossus, das war doch dieses Spiel mit dem Strand, oder? Ja, ich möchte jetzt nichts mehr hören. So, okay. Das hier ist Resident Evil 4 mal wieder. Resident Evil 4 HD, wohlgemerkt. Genau, und meiner Meinung nach, oder was meinen Geschmack betrifft, nach Resident Evil 2 und Silent Hill 2, mein absolutes Lieblings-Horror-Action-Spiel. Und für mich der Anfang vom Ende der Serie. Mhm. Warum? Weil ich find's nicht so toll. Also, du fandest es damals schon nicht so toll oder richtig, jetzt hier das Remake? Schon damals fand ich's nicht so toll. Ich finde es allein schon deswegen cool, weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich stehe unglaublich auf Resident Evil 2 und da kam ja Leon S. Kennedy vor. Den hat man damals ja gespielt, zusammen mit Claire Redfield, glaube ich, ne, war die andere Heldin. Und jetzt schlüpft man eben wieder in die Rolle von Leon und allein schon deswegen finde ich es halt fantastisch, auch immer noch heute. Mhm. Gut, aber du hast immer noch dieselbe umständliche Steuerung wie damals und Kann nicht während dem Laufen schießen, ich ja, weiß schon. Und alles ein bisschen clunky, finde ich. Was kann man denn jetzt zum Remake als solches sagen? Also es heißt zwar HD, aber irgendwie erinnern mich die Texturen doch noch so ein bisschen an den GameCube. Ist alles ein bisschen verwaschen und verschwommen. Also, aber es sieht schon schön aus. Also da gibt es jetzt nichts. Ja. Also ich finde es jetzt nicht schlechter als die anderen HD-Collections hier von Tomb Raider und Prince of Persia und Shadow of the Colossus und Ico und so weiter. Also ist schon okay, finde ich. Ja, das mag sein, aber ist ja jetzt vermutlich für primär zwei Zielgruppen interessant, also A, die Resident Evil Hardcore Fanboys, die sich die Frage stellen, muss ich es nochmal spielen, soll es nochmal spielen, und für all diejenigen, die halt das Original verpasst haben. Also Sache an, Kai, spielen oder nicht spielen? Ja, von mir aus spielen. Okay, also ich spiele es auf alle Fälle nochmal. Was ich glaube ich nicht spiele, zumindest nicht sonderlich lang, ist Child of Eden. Ja, Child of Eden. Das hier ist jetzt die PS3-Version. Mhm. Für 360 gibt es das ja schon ein bisschen länger. Womit kann man das vergleichen? Mit Res vielleicht. Res. Meinst du, das sagt jedem da draußen was? Weiß ich nicht. Und also, wenn ich sage, ich werde es nicht spielen, dann heißt das nicht, dass ich es irgendwie total scheiße finde oder so. Also, das, was das Spiel machen möchte, macht's gut. Ja, es ist halt irgendwie so ein Grafik-Overdose-Augen-Hirn-Flash. Aber ich kann damit irgendwie nichts anfangen und das war ja eben auch schon bei Res oder Res HD so. Was ich gemeint habe, ist das Spielprinzip, das ist ja im Prinzip, also wenn wir ehrlich sind, ein Rail-Shooter, oder? So gesehen ist es eigentlich ein Rail-Shooter, ja. Ja, weil du hast dein Fadenkreuz und da gibt es Ziele, die man abballern muss. Das Ganze halt ziemlich abgefahren inszeniert, aber im Herzen ist es ein Rail-Shooter. Im Herzen ist es ein Rail-Shooter, bei dem man auf Geisterblauwale ballert. Und das große Gimmick der 360-Version war ja die Kinect-Unterstützung. Mhm. Und auf der PlayStation 3 unterstützt natürlich dementsprechend Move. Ich habe es kurz angespielt und ich muss sagen, mit Move gefällt es mir einen Ticken besser. Also man hat alles so ein bisschen besser unter Kontrolle. Mhm. Also ich für meinen Teil muss sagen, wenn überhaupt Bewegungssteuerung, dann Kinect. Ja, kommt aufs Spiel an. Okay, Child of Eden. Wie gesagt, also ist halt wirklich, ich meine, am Ende des Tages ist ja vieles Geschmackssache, auch was die Spiele betrifft, aber das ist schon so ein extra Sonderfall, Child of Eden. Sehr, sehr japanisch, oder? Was kostet das Ding eigentlich? Was kostet das Ding? Boah, du fragst Sachen. Ich hab's jetzt auch nicht im Kopf, aber es ist schon eher Vollpreis, oder? Kann sein. Also was ich sagen will, auf was ich raus will, ist, vielleicht hättest du es auch einfach als Download-Titel getan. Ja, ist was dran. Ne? So, dann geht's auch schon weiter. Mensch, wir geben ja Gas heute hier mit was ist denn, Kai? Hast deinen Zettel? Du hast meinen Zettel? Nein, das ist mein Zettel hier. Verdammt. Hast du deinen Zettel jetzt? Auch Kai. Mein Zettel mit den Aufzeichnungen. Ja, da musst du jetzt improvisieren. Ah. Komm, wir versuchen Zeit zu überbrücken. Also das hier, liebe Kinder, ist Mystery Case Files. Ja, das ist eine Mischung aus Wimmelbildspiel und Point-and-Click-Adventure. Stand das auf dem Zettel? Das stand auf meinem Zettel, dass du mir jetzt hier ja keinen Blödsinn erzählst. Nein. Ja, ich zieh dir die Hammelbeine lang, Kai. Man muss zuerst in einem Wimmelbild irgendwelche Sachen finden und was die dann einsetzen. Was ist denn ein Wimmelbild? Das sind diese Bilder mit den vielen Gegenständen, wo du einen bestimmten Gegenstand raussuchen musst. Ein Pimmelbild. Oh.
Ja. Ich habe regelmäßig Verweise dafür gekriegt, dass ich leidenschaftlich gerne Pimmel auf die Folie des Tageslichtprojektors gemacht. Gut, das ist eine andere Geschichte und gehört jetzt hier nicht hin. Wir gehen mal hier zum Klippentor. Was muss man da jetzt machen? Ja, die Kette lässt sich doch bestimmt durchsägen. Was haben wir gerade gefunden? Eine Säge. Boah, das ging einfach, oder? Wie durch Butter. Ja, jedenfalls Point-and-Click-Adventures auf der Wii gibt's so einige. Und ich würde mal sagen, Mystery Case Files, der Fall Malgrave, gehört nicht unbedingt zu den besten. Ich dachte sowieso, dass Point-and-Click-Adventures tot seien. Hast du das nicht mal gesagt? Ja, ich habe das mal gesagt und es gab viele böse Briefe dafür. Ja, zu Recht. Ja, ich stehe auf Point-and-Click-Adventures. Ich weiß. Das letzte, was ich gespielt habe, war, glaube ich, dieses Agatha Christie-Ding auf der Wii. Das ist auch schon eine Weile her. Ja, das ist eine Weile her. Mhm. Dann hat es auch wieder gelangt für die nächsten 3 Jahre oder so. Ich kann ja ganz kurz mal von der Packung zitieren. Sehr gerne. Du bist der Detektiv. Das stimmt nicht. Löse die Rätsel, um das Geheimnis zu lüften. Ja, also, wer auf Point and Click steht, kürzen wir es einfach so ab. Der kann sich das anschauen, sich vielleicht mal wenn's günstiger geworden Point ist. Point entklicken. Also ein ganz spezieller Fall. Wir haben halt nur so spezielle Dinge, wie jetzt eben auch hier die Neuauflage von Madden 12 von Madden EA Sports. NFL 12. Entschuldige, Madden das hat nämlich NFL. Die offizielle NFL-Lizenz. Eben, und das ist auch so ein ganz großer Bonus, wie bei den meisten EA Sports-Titeln, wie eben auch bei FIFA. Da haben sie auch immer dieses dick geschnürte Lizenzpaket. Ähnlich ist es auch bei Madden, bei der Neuauflage, bei der jährlich erscheinenden, auch im 12. Teil. Alle 32 Teams und Stadien könnt ihr spielen. Im Franchise-Modus, Kai, darfst du dann auch dein Lieblingsteam zum Super Bowl führen, wenn du Lust drauf hast, ein Logo. Und dann gibt es auch noch den Madden Ultimate Team-Modus. Da darfst du dir dann dein Dreamteam zusammenstellen. Ich für meinen Teil, also Madden macht Jahr für Jahr immer wieder so einen kleinen Schritt nach vorne. Ich glaube, also Football-Fans haben daran gar nichts auszusetzen. Das ist schon richtig cool. Ich kann leider mit Football überhaupt nichts anfangen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe dieses ganze Faszination-Football-Universum nie so ganz erfasst. Meine Kenntnisse beschränken sich auf Al Bundy und Highschool-Football. Richtig, ja. Ganz genau. Aber ansonsten kann man sagen, also das Ding ist richtig hübsch. Mal wieder? Ja, durchaus. Also, ne? Also dass da so viel auf dem Rasen passiert, ist es echt rund, ist es echt hübsch. Sie haben wieder ein bisschen an den Animationen geschraubt und so weiter. Also, und es gibt auch ein völlig neues Kollisionssystem. Uiuiui, ja. Dann sollte ich es mir vielleicht doch mal noch ein bisschen näher anschauen. Ist natürlich auch relativ kompliziert. Also die ganze Sportart, Football, ist glaube ich, gar nicht so trivial vom Regelwerk. Und wenn man das dann noch selber spielt, ist es, glaube ich, schon ganz schön tricky, da mal reinzukommen und das alles so zu erfassen, oder? Du meinst, ich kann es nicht in 2 Minuten erlernen? Glaube ich nicht. Ne? Ah, verdammt. Also am Ende des Tages geht es ja darum, das Ei durch dieses, nennt man es Tor überhaupt? Ja, ich glaube Field Goal, oder? Ja. Naja, ist ja auch egal. Wir kommen zu Rugby, wie heißt das? Rugby World Cup 2011. Ja. Und Football, das ist ja schon so für die ganzen Brutalos eigentlich, ja? Also wenn ich da so an unsere Fußballschmierlappen, die Ronaldos dieser Welt und so weiter denke, die sich schon auswechseln lassen, wenn durch einen kurzen Regenschauer droht, die Frisur kaputt zu gehen. Das ist natürlich nix. Das hier ist für die richtig harten Jungs. Ich war damals bei der, ich weiß nicht, ob es die letzte Weltmeisterschaft war oder die vorletzte, war ich in Australien. Und da sind die alle völlig vernarrt in diesen Sport. Also es ist wirklich absolut unglaublich. Und vor allem, also ähnlich wie bei uns 2006, wo die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war. Solche Dimensionen nimmt das da an. Jetzt ist es in Neuseeland. Ich glaube, zum 7. Mal findet die Weltmeisterschaft statt. Man möge mich eines Besseren belehren, wenn ich da schlecht recherchiert habe. Und in Neuseeland, wie gesagt, und vor allem die Neuseeländer, die sind richtig cool. Das sind so richtige Tiere. Die sind komplett schwarz gekleidet und führen am Anfang von jedem Match immer so ein Woogie-Boogie-Ugu-Ugu-Höhlentanz auf. Woogie-Boogie-Ugu-Ugu? Total abgefahren. Oh. Also richtig abgefahren. Hier bei dem Spiel gibt es jetzt ähnlich wie bei dem Sportevent selber alle 20 lizenzierten Mannschaften. Also zum Beispiel Frankreich, England, Italien und so weiter. Es gibt 5 Spielmodi, unter anderem Turnier, internationale Freundschaftsspiele oder auch einen Online-Modus.
Und ja, wie eben schon bei NFL angemerkt, da gibt es schon richtig knackige Regeln. Bei Rugby ist das nochmal komplizierter. Ich habe mir damals sogar von diesen Obergeeks in irgendwelchen Kneipen erzählen lassen, dass sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes tun, als Rugby irgendwie zu schauen und zu verfolgen. Und selbst da waren welche dabei, die das Regelwerk noch nicht so ganz erfasst haben. Also meine Kenntnisse von Rugby beschränken sich ja auf Asterix bei den Briten. Ja, stimmt. Und entsprechend muss ich auch Obelix zitieren, die spinnen die Briten. Die spinnen die Briten. Also egal ob Rugby oder NFL, wenn ihr mit der oder den Sportarten mit dem Ei was anfangen könnt, dann liegt ihr da auf jeden Fall goldrichtig. So, Kai. Ja, das hier ist Driver San Francisco in der Wii-Version. Ich stehe gar nicht auf Driver irgendwie. Ach, ja, das ist dein Problem. Ach, ja. Soll ich weiterreden? Ja, oder aber bitte. Bleiben? Nein, bitte, bitte. Ja? Okay. Ja, gerne, gerne. Gut, gut. Ich dachte, wir brechen hier einfach ab. Hast du deinen Zettel wieder gefunden, oder? Ja, den Zettel habe ich. Achso. Gut. Gut. Also. Eigentlich mag ich Driver doch, wenn ich es mir jetzt so recht überlege. Ja, doch. Möchtest du den Part übernehmen? Eigentlich stehe ich total auf Driver. Nee, mach mal weiter. Okay. Es heißt Driver San Francisco, ist aber gar nicht Driver San Francisco. Warum? Weil es ein Prequel ist zu dem ersten Driver. Mhm, das bedeutet? Ja, das bedeutet, es heißt zwar Driver San Francisco, aber es gibt nicht dieses Shift-Feature, wo du in andere Fahrzeuge reinspringen kannst, sondern es ist ein ganz normales Driver, wo du die ganze Zeit im Auto rumfährst, ohne zu shiften. Ja, deswegen heißt es ja auch Driver und nicht Shifter. Ja, da ist was dran, tatsächlich. Denk mal drüber nach. Okay. Das Interessante ist, dass es einen Koop-Modus gibt. Also es kann die ganze Zeit ein zweiter Spieler quasi einsteigen, also doch shiften. Einsteigen, irgendwie. Um im Bilde zu bleiben? Ja, und kann zum Beispiel bei Verfolgungsjagden, während der eine Spieler steuert, kann der andere ballern. Solche Sachen. Es gibt insgesamt 3 spielbare Charaktere übrigens in der Story-Mission. Tanner, sein Partner Tobias Jones und noch irgendjemanden. Ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Und pass auf, der Bösewicht heißt Solomon Kane. Nein! Wie diese Robert E. Howard-Figur. Kenn ich. Der Hammer, oder? Der absolute Hammer. Was Hammer schwer ist, ist Dark Souls. Das muss ich jetzt noch weiter testen. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder, Leute. Ja, dann viel Spaß, Nino. Macht's gut.